Ich habe endlich Star Wars Rise of Skywalker gesehen und in diesem Kontext kann man wahrscheinlich auch besser die Sets bewerten. Das heißt, was ich über die 2019 bzw. 2020er Sets zu sagen habe, das erfahrt ihr alles nach dem Intro. Und damit hallo meine lieben Haarplastik-Sternmythos und willkommen zu einem neuen Video meinerseits. Wie schon gerade gesagt, habe ich just den neuen Film gesehen, Rise of Skywalker Star Wars Episode 9. Und der versierte Lego-Kenner unter euch weiß, dass dazu bis jetzt zwei Wellen an Sets rausgekommen sind. Und das Ganze möchte ich jetzt nochmal unter die Lupe nehmen, aber jetzt im Kontext, dass ich den Film gesehen habe und jetzt wirklich sagen kann, hat das wirklich was damit zu tun? Hat das nichts damit zu tun? So ähnlich, wie wir es beim Stream nach Endgame gemacht haben. Und kurzer Disclaimer vorab. Ich kann nicht garantieren, dass mir jetzt keine kleinen Spoiler rausrutschen. Ich meine, wenn ich jetzt sage, wo welches Raumschiff vorkommt, ist ja auch eine Form von Spoiler. Aber ich denke jetzt nicht, dass ich die krassesten Plot-Twists und sowas nennen werde. Das heißt, wer mit leichten Spoilern klarkommt, kann gerne weitergucken oder wer den Film schon gesehen hat, sowieso. Wer also nicht gespoilert werden will, der sollte, ja gut, am besten dann abschalten oder dann das Video gegebenenfalls nach dem Film gucken. Würde mich auf jeden Fall freuen. Wie auch immer, wir fangen mal direkt an. Wir arbeiten uns von klein nach groß durch. Angefangen mit den Microfightern, da kommen ja zwei Stück raus. Der erste ist hier der Widerstands-Y-Wing Starfighter mit Zori Bliss als Figur drin. Habe ich ja schon damals gesagt, ist eigentlich ganz nett, vor allem das neue Y-Wing-Design mit dieser exklusiven, nicht exklusiven Figur, aber mit der Figur, die man halt sonst nur im großen Y-Wing kriegt. Deswegen an sich nicht schlecht. Ich bleibe auch dabei, das Set ist eigentlich ganz gut umgesetzt. Der Y-Wing an sich ist ein Raumschiff, das ja ein paar Mal zu sehen ist in den Weltraumschlachten. Ich denke, das ist jetzt kein großer Spoiler, dass es Weltraumschlachten geben wird, das ist ja eigentlich normal. Von daher, ja, ist in Ordnung, hat seine, ja, gut, Verifizierung. Die Figur an sich, Zori Bliss, sitzt nur in einem Y-Wing drin. Natürlich kann man jetzt da ganz viele Widerstandspiloten reinsetzen. Ich finde es halt insofern cool, dass die Figur irgendwie untergebracht wurde, weil sie sonst wirklich in keines der anderen Sets reingepasst hätte. Deswegen muss ich da sagen, ist wirklich sehr zufriedenstellend, zumindest beim kleinen Y-Wing. Bei Kylo Ren's Shuttle sieht das Ganze schon ein bisschen anders aus. Die Figur, bleibe ich dabei, ist wirklich cool, vor allem auch mit dem neuen Helmprint, mit diesen roten, ja gut, zusammengeschweißten oder geschwissenen Fragmenten. Das Shuttle an sich hat da doch tatsächlich ein paar Problematiken, und zwar kommt es im Film nicht vor. Also so viel vorab, das werde ich auch gleich noch zum Großen sagen, es kommt einfach im Film nicht vor. Deswegen finde ich diesen Microfighter ein bisschen skurril, weil auch vor allem die Episode 9 Figur drin ist. Finde ich ein bisschen komisch, ist einfach aber eine gute Gelegenheit, um an diesen billigeren Kylo Ren ranzukommen. Ich hätte mir da was gewünscht, und zwar hat man, wer den Trailer geguckt hat, einen TIE Whisper Jäger, so heißt das Ganze. Sieht aus wie ein TIE Interceptor, ein bisschen länger gezogen und mit roten Elementen. Und das ist das, was auf Rey auf diesem Wüstenplaneten zufliegt, worüber sie dann so ein Rückwärtssalto macht und alles. Und das hätte ich mir dann schon besser vorstellen können, vor allem mit Kylo Ren drin. Wäre dann vielleicht so ein bisschen wie der TIE Silencer gewesen, aber hätte immer noch mehr gepasst als ein Raumschiff, was gar nicht im Film vorkommt. Deswegen lohnt es sich wegen der Figur, aber filmgetreu ist das Ganze weniger. Dann gibt es noch ein ganzes Battlepack in der Reihe, und zwar mit zwei Sith Jet Troopern, einem Sith Trooper und einem, Letzte Ordnung General. Letzte Ordnung, mehr sage ich nicht dazu. Finde ich an sich ganz gut, vor allem wenn man den Sith Trooper sonst nur in Kylo Ren's Shuttle kriegt. Zu der Problematik, wie gesagt, gleich mehr. Und zwei Jet Trooper finde ich ganz nett. Ich hätte vielleicht zwei Sith Trooper und einen Jet Trooper genommen, weil die Sith Trooper wurden irgendwie mehr promoted, habe ich das Gefühl. Also generell in der ganzen Star Wars Fanwelt, und dann wären vielleicht zwei Sith Trooper schöner gewesen. Aber an sich ein nettes Battle Pack. Das Gefährt sieht man jetzt nicht unbedingt. Die Sith Trooper und Sith Jet Trooper auch nicht wirklich. Also die waren auch meiner Meinung nach wirklich stark unterrepräsentiert für das, was, oder für die starke Promotion, die sie bekommen haben. Finde ich ein bisschen schade. Aber an sich ganz nett. Jetzt mal abgesehen von den Stud-Shootern sind es alles gute Figuren.
15 € Standard Battle Pack Price. Kann man durchaus machen, aber ist wenigstens näher am Film dran als so manch anderes Set. Das nächst größere Set sind Kylo Ren und der Sith Trooper als neue Brickheads. Und wer mich kennt, weiß, dass ich Brickhead-Fan bin. Von daher kann man mit dem Set in meinen Augen nichts falsch machen. Aber das Set ist tatsächlich auch objektiv bewertet nicht schlecht. Kylo Ren hat hier seinen neuen Helm, wie gesagt, mit den zusammengeschlissenen Helmfragmenten. Ich finde es auch cool, dass er diesmal eine Kapuze an hat und alles. Ich hätte sogar gesagt, dass man den zur Episode 7 oder 8 hätte rausbringen können. Da sah er ja noch öfters so aus mit Kapuze und all dem drum und dran. Und in den neueren Teilen läuft er eher ohne Maske rum und alles. Also, es passt trotzdem. Also, da will ich das wirklich nur meckern auf hohem Niveau. Das gleiche mit dem Sith Trooper, der sieht einfach perfekt aus. Ist halt wahrscheinlich einfach nur die Problematik, dass er zu wenig im Film gezeigt wurde, in meinen Augen. Und das dabei hat eher die Schuld von Disney und nicht die Schuld von Lego. Von daher, gutes Set. 20 € ist ja ein normaler Preis dafür. Und da kann man tatsächlich auch nichts falsch machen. Und da hat man sich auch dann ein schönes Stück, ja, Merchandise für den Film geholt, wenn man das Ganze hat. Das nächste Set ist der Widerstands-A-Wing Starfighter und das ganze Set ist halt in vielerlei Hinsicht interessant. Einmal, weil wir Prinzessin Leias Tochter kriegen, also sie ist nämlich im Film die Tochter, aber die Schauspielerin ist die Tochter von Carrie Fisher. Das ist an sich ganz lustig und die hat auch in allen neuen Star Wars-Teilen eine Rolle bekommen. Und dazu gibt es halt einen A-Wing-Piloten und einen neuen A-Wing. Das finde ich insofern nicht schlecht, dass weil der alte aus Rogue One 50 € gekostet hat, der hier nur noch 30, nur noch in Anführungszeichen natürlich, aber das ist wirklich nicht schlecht. Ja, gut, und genauso wie der Y-Wing kommt auch der A-Wing halt vor. Das Einzige, was ich halt daran auszusetzen habe, ist, dass Disney da ein bisschen unkreativ ist und halt nur andere die Farben ändert, vielleicht so leichte Designänderungen wie beim A-Wing, dass er so ein bisschen vorne schmaler oder spitzer ist und im Gegenzug zu der Originaltrilogie A-Wing. Aber sonst ein gutes Set, klarer Bezug zum Film ist da und deswegen auch für 30 € machbarer. Das nächste Set ist ein Set, was ich persönlich nicht so cool fand, als ich nur das Set gesehen habe. Und zwar ist das Passana Speeder Chase, oder ist Passana Speeder Jagd. Und das Ganze ist aber an sich tatsächlich wirklich nicht schlecht gemacht. Wir haben zwei Speeder, also in der Szene sind es zwei solche Speeder und zwei dieser Bikes oder was weiß ich was, Sandbikes, keine Ahnung, wie die heißen. Und ja, das Ganze ist tatsächlich wirklich nicht schlecht umgesetzt. Ich hätte mir vielleicht so eine Figur mehr gewünscht, weil Rey ist dann nicht alleine auf dem Speeder drauf. Das wäre vielleicht noch ganz gut gewesen. Und dieses, ja, Sandbike nenne ich es jetzt mal, ist auch wirklich gut getroffen. Die sehen auch wirklich sehr, sehr geil aus im Film, besonders diese Szene, wo die verfolgen. Also nice gemacht, guckt euch den Film auf jeden Fall an. Was ich nur schade finde, ist, dass dieses Bike nicht diese Hochklappfunktion hat, wo dann dieser Jet Trooper abgefeuert wird. Das ist ein bisschen ärgerlich, aber sonst ein tolles Set. Abgesehen vom Preis, ich meine, 50 € ist halt dafür übertrieben, aber ihr kriegt das halt im Angebot 35, also das sollte auf jeden Fall locker drin sein, auch manchmal für 30. Und dann ist es ein wirklich sehr guter Preis, gute Figuren, hat auch hier ein neues Jetpack-Mold hinten dran, also kann man das wirklich im Angebot machen. Das ist auch wirklich ein Set, was wirklich gut zum Film passt tatsächlich, von daher Daumen hoch an dieser Stelle. Ich habe es auch gerade schon angesprochen, zum Thema Y-Wing. Ist das gleich wie mit dem A-Wing, kommt ab und zu mal vor. Nice ist einfach hier, dass wir Zori Bliss drin haben und keinen normalen Widerstandspiloten, dass wir einfach öfters diese Figur bekommen, die, ja, was heißt, ein bisschen mysteriös ist. Also man weiß, dass sie irgendwas mit Poe zu tun hat. Mehr sage ich an dieser Stelle auch nicht. So viel will ich auch nicht spoilern. Aber wirklich ein ganz nettes Set. Ich finde nur vorne, dass die Form des Cockpits oder des ganzen Y-Wing-Kopfes nicht so gut getroffen ist. Also wenn man von oben drauf guckt schon, aber von der Seite ist mir das Ganze ein bisschen zu dünn oder also was die Proportion betrifft, wirklich nicht gut umgesetzt. Da fand ich den alten aus Rogue One besser und den UCS sowieso. Aber an sich erkennt man, was es ist. Es ist auch kein Set, was völlig fern vom Film ist und die Figuren sind auch nicht schlecht. Obwohl diesen Trooper, da weiß ich nicht, ob man den gesehen hat mit Cape, keine Ahnung. Da ist auch lustigerweise der DO dabei, der neue, ja, Droiden-Sidekick, wie BB-8, wie R2-D2, die C3PO. Ja, und an sich, nettes Set, 70 € ist wie immer ein bisschen zu teuer, aber auch nicht so fern vom Film wie so manch anderes. Das nächste Set ist der Sith TIE Fighter oder auch der TIE Dagger. Dagger wegen der Flügelform. Und da muss ich sagen, das ist ein bisschen enttäuschend, dass es dieser TIE Fighter als Set rausgeschafft hat bis jetzt,
weil man den halt noch seltener als den A-Wing und den Y-Wing sieht. Also die werden nicht mal wirklich im Detail gezeigt. Die sieht man nur so ab und zu mal am Himmel vorbeihuschen. Und dafür ist es mir so ein bisschen zu wenig. Vor allem 70 € ist da schon ein bisschen, also wirklich sehr hoch gegriffen. Und vom Detailreichtum, was jetzt hier die Cockpit-Kanzel betrifft, muss ich sagen, hatte der von aus dem Solo-Film der TIE Fighter deutlich mehr und auch deutlich schönere Details. Das finde ich ein bisschen schade tatsächlich. Und an sich, ja, gut, ist Finderin, TIE Fighter-Pilot. Und Knight of Ren, bei den Knight of Ren muss ich sagen, kommen die auch ab und zu vor, aber werden nicht wirklich rausgedeutet, also ja, rausgestellt. Kann man jetzt sehen, wie man will. Also ich finde, es war jetzt nicht wirklich schlimm für die Handlung des Films, wäre aber vielleicht lore-technisch schöner gewesen zu wissen, was sie sind, was sie für Fähigkeiten haben und so weiter. Aber das ist jetzt so eine kleine Bemerkung am Rande. Den TIE Fighter fände ich weniger attraktiv, da habe ich auch gerade schon gesagt, zum Thema Kylo Rens Gefährt, dass man den TIE Whisper Jäger hätte nehmen können. Dieses TIE Interceptor ähnliche, was ein bisschen länger ist. Das hat man nämlich wirklich oft im Film gesehen tatsächlich. Also, der hatte bestimmt um die 3 Minuten Screentime und das ist viel. Von daher würde ich sagen, wäre das eine deutlich bessere Wahl gewesen. Vielleicht kommt er ja noch raus in der Maiwelle. Wir wissen es nicht. Wir werden abwarten müssen. Würde mich tatsächlich freuen, weil das ein echt cooles Gefährt ist. Aber der TIE Dagger oder Sith TIE Fighter fand ich jetzt weniger cool. Da muss man halt wirklich gucken, ob man einfach die Architektur des Sets gut findet und sich es deswegen holen will, weil mit dem Film hat das so gut, also wirklich wenig zu tun. Das nächste Set ist Poe Dameron's X-Wing Starfighter. Ein klassischer X-Wing aus dem Widerstand. Was ich erfahren habe, ist, dass dieses Design, mit diesem einen runden Triebwerk, das Urdesign des X-Wings ist aus Episode 4, was jetzt in 7, 8 und 9 neu aufgegriffen wurde. Mit dem Hintergrundwissen finde ich es eigentlich ganz lustig, auch wenn es trotzdem irgendwo unkreativ ist, aber trotzdem sehr nett gemacht. Er hat zu den Figuren, klassischer Poe mit neuen Dual-Molded Helm, R2-D2, der das Ganze fliegt und nicht mehr BB-8. Das hat man, glaube ich, hat man auch im Film gesehen. Da sitzt auch wirklich R2-D2 drin. Ist an sich ganz nett. Mit BB-8 wäre vielleicht auch ganz okay gewesen, aber naja, das ist auch wieder Meckern auf hohem Niveau. Und dazu gibt es noch eine Dame, die auch im Film vorkommt, zu der es wilde Theorien gibt, was ihre Herkunft betrifft. Ich sage jetzt mal nicht wirklich viel zu ihr. Ich finde es schön, dass sie im Set drin ist. Das ist nämlich das einzige Set, wo sie drin ist. Auch wenn, gut, dass sie da vorkommt, ist ein bisschen blöd. Sie hätte vielleicht in einem anderen Set vorkommen können mit Finn. Mehr sage ich wirklich nicht dazu. Und Knight of Ren ist halt dabei. Das ist ganz nett, dass man die dann, wenn man alle Sets hat, dass man dann alle 7 Knight of Ren hat. Das ist ganz lustig. Und zum X-Wing selber muss ich sagen, gefällt er mir persönlich wirklich richtig, richtig gut. Einfach wegen des neuen Molds, dass es wirklich einfach fast komplett kreisrund wirken lässt. Dann das neue Farbschema gefällt mir auch sehr gut. Und vor allem sind auch die Kinderkrankheiten, die der Episode 4 X-Wing hatte, weg. Zum Beispiel, dass hier hinten diese Triebwerke oder diese Triebwerkfortsätze leicht abbrechen. Das ist jetzt nicht mehr so, weil das Ganze durch Technikachsen geregelt ist. Das finde ich ganz gut. Und ja, also ich denke, ich werde mir den X-Wing holen, weil er mir wirklich gut gefällt. Natürlich nicht für 100 €, weil das ist maßlos übertrieben. Vor allem hat das Ding jetzt 100 oder 150 Teile weniger als der Episode 4 X-Wing. Und das finde ich dann schon an der Grenze der Dreistigkeit. Aber ja, im Angebot werde ich da wirklich vielleicht am 4. Mai oder sowas zuschlagen, weil sich das auf jeden Fall lohnt. Sieht man auch überraschend oft im Film. Und ich finde, der wurde sogar, also man hat gemerkt, dass Disney den extra ins Bild rücken wollte, damit sie viel Merch dazu verkaufen können. Das fand ich so ein bisschen auffällig, aber an sich ist es wirklich ein cooles Raumschiff. Hat seine Berechtigung da auf jeden Fall, hat auf jeden Fall seine Berechtigung da zu sein. Das vorletzte Set ist Kylo Rens Shuttle für 120 € und ich habe es gerade schon angesprochen, das Set kommt schlicht und ergreifend nicht vor. Also das Raumschiff, die Figuren kommen alle vor. Das finde ich irgendwo lächerlich. Also wir kriegen hier Kylo Ren, zwei Knight of Ren, General Pride heißt der gute Herr, dann ein First Order Stormtrooper und ein Sith Trooper. Und Kylo Ren, glaube ich, auch in seinem ja normalen Maskendesign und nicht mit den roten Akzenten. Das finde ich ein bisschen, ja gut, schade. Cool ist aber, dass man jetzt endlich das Kylo Ren Shuttle mit seinen richtigen Funktionen bekommt. Das ist so gesehen eine Wiedergutmachung vom 7. Teil, wo sie das Shuttle einfach ohne ja klappbare Flügel hatten. Finde ich,
ist ein zweischneidiges Schwert. Also das Set an sich ist wirklich cool gemacht, aber dass man das jetzt nochmal für Episode 9 rausbringt mit Episode 9 Figuren und finde ich wirklich scheiße. Also hätte man nicht machen müssen, hätte man vielleicht auch zu Episode 8 rausbringen können, das hätte dann noch eher gepasst, aber das finde ich jetzt schon auch wieder ein bisschen dreist, aber für die 80 €, für die man es am Markt kriegt, ist es trotzdem machbar oder nicht wirklich schlecht, wenn man sich das holt und Star Wars-Fan ist. Von daher, zweischneidiges Schwert, im Kontext auf Episode 9, nee, Kontext zu Episode 9 nicht vorhanden, aber an sich wirklich kein schlechtes Set. Das letzte und größte Set ist der Millennium Falcon. In der neuen Version hat wieder das runde, ja gut, Satelliten-Schüssel-Ding und ein paar interessante Figuren sind auch dabei. Einmal der alte Lando, muss ich nicht zu sagen, ist einfach toll, dass er drin ist. Finn, Chewie, dann ein Informant, der direkt am Anfang stirbt, also unnötig, aber gut, eh eine unnötige Figur ist immer bei solchen großen Sets dabei, kennt man ja. Dann R2, C3PO und D.O. Finde ich echt cool, dass die alle hier drin sind. Und ja, der Millennium Falcon ist jetzt auch nicht schlecht gemacht. Ich habe schon mal gesagt, dass ich es ganz cool finde, dass da jetzt diese Viertelteile sind, die man wegklappen kann und nicht mehr diese ganzen kleinen, wo man dann am Ende, ja, keine Ahnung, keinen Bock mehr hat, das Ganze aufzumachen, wenn man alles wieder zuklappen muss. Das Ganze sieht jetzt auch dadurch runder aus. Die Form hat sich auch ein bisschen geändert, sieht weniger, also ich finde, es ist akkurater und unakkurater geworden, aber das kann ich, glaube ich, nur, das sage ich, glaube ich, nur, weil ich den UCS-Falken die ganze Zeit anschaue und deswegen immer den fast 1:1-Vergleich habe. Aber an sich als Spielset wirklich gut gemacht. Die Figuren sind auch jetzt nicht unpassend. Der Storybezug ist auf jeden Fall da. Und wenn immer ein Millennium Falke am Markt ist, der vom Preis her erschwinglich ist, finde ich es auch durchaus in Ordnung generell, wenn immer so ein X-Wing am Markt ist oder irgendein Star Destroyer, finde ich das gar nicht mal so schlecht. Und an sich, tolles Set, 160 € ist ein bisschen hochgegriffen. Das Ganze kriegt ihr auch für 100, 120 im Angebot, jetzt auch gerade in der Vorweihnachtszeit. Von daher kann man da mit gutem Gewissen zuschlagen, auch in Bezug auf den neuen Film. Und damit sind wir auch tatsächlich schon am Ende unserer kleinen Reise. Und ja, mich würde interessieren, habt ihr schon Rise of Skywalker gesehen? Wenn ja, schreibt gerne in die Kommentare, was ihr vom Film haltet. Ich denke, ich werde dazu vielleicht eine Filmreview machen, auch wenn ich jetzt nicht der versierteste Filmanalytiker bin, den es auf YouTube Deutschland gibt. Vielleicht werde ich da wirklich sowas Ähnliches machen wie zu Spider-Man Far From Home. Da werden wir aber nochmal schauen müssen. Aber an sich, echt guter Film. Die Sets, würde ich mal sagen, sind mehr oder minder nah am Film dran. Ein paar mehr, paar nicht. Habt ihr ja gerade gehört. Aber trotzdem, klasse Film, kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Und bei den Sets werde ich auch bei einigen zuschlagen. Von daher, wie gesagt, tobt euch in den Kommentaren aus. Werdet los, was ihr zum Film denkt, was ihr von den Sets haltet, ob ich irgendwas übersehen habe, eurer Meinung nach. Und dann, ja, will ich mich auch über jedes sonstige Kommentar freuen, über einen Daumen hoch auch und über ein Abonnement auch, natürlich kostenfrei. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Ciao!